Herzlich willkommen zur Wildkräutersmuserei. Da bin ich. Heute besteht die Mischung aus Trauben, aus Gräfelfing von einer Hauswand gepflückt. Ich nehme die so ab mit dem Stiel und sie kommen rein mit den Kernen. Das wird heute kein grüner Smoothie, obwohl viel Grünzeug drin ist, weil die Weintrauben haben so einen starken Farbstoff, dass sie die Farbe von grün in eine andere verwandeln wird. So, genug. Oder noch eine. Schauen, dass keine verfault mit dabei sind. Und rein damit. Ne, so. Sehen fast aus wie Blaubeeren. Das wäre natürlich auch eine gute Idee. Luxus, Luxus. Blaubeeren. Trauben, wenn sie da sind. Saison, Herbst, Traubenzeit. Hinein damit in den guten Becher. Aber ein bisschen singen. Dann gebe ich eine Quitte hinzu. Gibt es auch zurzeit, wer sie kennt. Duften sehr gut. Sind sehr aromatisch. Ich zeige sie mal für die, die sie nicht kennen. Quitten sehen so aus. So, gelb, haben manchmal so einen kleinen Pflaumen drauf. Genau. Dann gebe ich wegen diesen antiseptisch oder was auch immer, das natürliche Penicillin, eine Knoblauchzehe hinein. Und noch ein Stück Ingwer. Dann noch einen frisch gepflückten Apfel von einem wilden Baum. Hier in der Nähe. Sogar noch einen. So. Und wer es exotisch will, wie ich, der den Konflikt nicht scheut, dass die Bananen von weit her kommen, aus einem ganz fremden Land, in dem es warm ist, wie bei uns, manchmal nicht mal im Sommer. Banane hinein, kann aber auch weggelassen werden. Man könnte jetzt noch Datteln hinzugeben oder eine Feige, wenn man es schön süß haben will. Oder noch mehr Rosinen, eine Feige, Zeugen. Und nun kommen die Wildkräuter. Meine lieben Brennnesseln, sehr gut, sehr kraftvoll. Brennnesseln, gut. Dann hier die Gänsedistel, das hier. Gänsedistel, Blätter schmecken sehr bitter, richtig schön. Gut und lange kauen. Sind da auch Blüten mit dabei? Gerade nicht. So. Hinein. Und dann hier wilder Kohl. Der Stiel ist eigentlich länger. Wilder Kohl ist reich an Mineralien. Man könnte das auch noch mit rein tun, aber will ich nicht. Nochmal eine Gänsedistel. Hier sind die Blütenknospen. Sind noch nicht ganz blühen, noch nicht, blühen dann so gelb. Davon kommt noch mehr ran. Die Inhaltsstoffe bitte im Internet nachlesen oder in einem fachkundigen Buch. Noch ein paar Brennnesseln oben drauf. So geht das hier. Oh, ich habe so viele schöne Distel. Und noch eine Distel. Ja, machen das ganz voll. Noch eine. Und noch ein kleines Kohlblatt. So. Oh, noch eine Brennnessel. Und noch eine Gänsedistel. Hinein mit dir, du wunderbares Gewächs. Vielen Dank, dass ihr so fröhlich wächst, ohne dass wer was dazu tun muss. Nur das Wetter spielt eine Rolle. Natürlich, die Elemente, die Sonne und so weiter. So. Dann mache ich doch die Schüssel leer und tue einfach alles neu in den Behälter stopfen. Hineingesteckt. Ja, so. Nein.
Noch zwei Datteln obendrauf. Kommen auch aus einem Fernland. Der Wüste. Nein, Tunesien. Wo die Wüste wächst. Hahaha, ha, ha. Und die Datteln. Weil die Kräuter sind ziemlich bitter, aber das ist ja gut. Gut. Wir haben so wenig Bitterstoffe in unserer Ernährung heutzutage. So viele verschiedene Geschmacksverstärker, Aroma und vor allem überall tun sie jetzt Zucker rein, in Senf, Zucker ins Brot. Man schaut nicht überall, wo überall Zucker drin ist, als hätten sie gerade zu viel, um alles aufzupumpen. Und so viel Zucker ist wahrscheinlich nicht gut. Da ist nur Fruchtzucker drin, was auch recht fruchtig ist. Naja. Wer es mag, der mag's. Wer es nicht mag, der lässt die Finger davon. Das ist mein alter Sprichwort, mein alter Ego. Das muss jetzt ein bisschen länger gemixt werden, weil ja die Kerne von den Kirschen, nein, verkehrt, von diesen wunderschönen Weintrauben, sind die Kerne mit dabei. Die knacken so im Mund. Also, die himmlische Höllenmaschine wird angeschaltet. Langsam hochgedreht. Fertig. Sehr gut. Ei, guck an. Der Wein hat es gefärbt. In rot, gräulich. Ui, ui, ui. Gluck, gluck, gluck. Alles rein. Also, fröhliches Frohsein. Genussvolles Selbstgenießen. Und danke. Danke, 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 dass alles so wächst, ohne dass irgendjemand es machen kann. Höchstens mal könnt ihr ein paar Bedingungen, bla bla bla. Täter und Opfer, alles Bewusstsein und so weiter. Mmh. Mmh. Ich würde ja gerne auch ausschenken, so hier aus dem Computer ein kleines Schlückchen herausgereicht, damit sie diese Aroma schmecken könnten. Funktioniert leider noch nicht, weil wir noch keine Beam-Geräte haben für Smoothies, für Kostproben. Sonst können sie gerne ein bisschen was probieren. Also, auf Wiedersehen geschaut. Bis zum immer und überall. Halleluja, Om Sat Chit Ananda.